Herzlich willkommen im Gaming Room von Smack Boom. Herzlich willkommen zu Herrock Zockt mit einem Spiel von 1994. Damals, als es rauskam, war das für mich das Spiel überhaupt. Und hier sehen wir ihn schon, den guten alten Cranky Kong. Wir spielen nämlich heute Donkey Kong Country, das an CGI Workstations gefertigt wurde von dem Entwickler Rare, das allererste westliche Unternehmen, das von Nintendo unter Vertrag genommen wurde, mit einem fantastischen Soundtrack von David Wise. Ich habe das Spiel bestimmt schon seit 20 Jahren nicht mehr durchgespielt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir legen los. Und zack, da ist er, der Kongo-Jungle von Donkey Kong Country. Das ist die erste Welt, und zwar Jungle Hijinks heißt das erste Level. Gehen wir sofort rein. Wir spielen das Ganze auf dem Super Nintendo Mini, deshalb ist da jetzt auch nicht unbedingt die deutsche Version bei. So, gucken wir einmal hier rein. Mach's mal bei mir persönlich ein bisschen lauter, damit ich hier auch ein bisschen was höre. Da sind sie weg, die ganzen Bananen. Ein Fiesewicht hat sie geklaut, und zwar der gute King K. Rool. Ich glaube, in der deutschen Version, ich bin mir halt nicht mehr sicher, hieß der damals anders. Da hieß der King K. Cool, wenn ich mich nicht irre. Ja, komm. Wir machen es so. Ich wechsle jetzt auf Diddy. Den habe ich sowieso mal viel lieber gespielt. Ich muss nämlich jetzt was ganz Besonderes machen noch. Einmal gehen wir erstmal hier rein, zu denen nach Hause. Da ist ein Leben. Und mit Diddy habe ich zumindest die Möglichkeit, noch mehr Leben zu bekommen. Ist auch geil, dass sie immer so rausgeschossen werden aus der Hütte. Die gehen da nicht normal raus. So, und zwar, Diddy hat diese geile Drehaktion. So, das ist das erste. Aber das ist nicht alles. Das ist das zweite. Und ich kann noch ein drittes kriegen. Oder noch mehr sogar. Zack. Okay, das war's. Jetzt können wir Level nochmal von Anfang an hier durchgehen. Und das K holen. So, sehr gut. Nein! Okay. Okay, ich habe Diddy gekillt. Ich wollte eigentlich nur noch mal zum Anfang zurück und ein bisschen nachgucken. So, hier fängt man normalerweise an. Also der Kniff an der ganzen Sache bei Donkey Kong Country ist natürlich, dass man hier Donkey Kong und Diddy Kong spielt. Donkey Kong ist nicht der Donkey Kong aus den 80ern, der Mario das Leben schwer gemacht hat, sondern dieser alte Opa, den man vorhin gezeigt hat, ist der alte Donkey Kong. Und das hier ist sein Sohn. Und da haben wir Diddy schon wieder. Mal gucken, man kann Fässer aufheben mit dem Y-Knopf, mit dem man zum Beispiel in den Mario-Spielen schießen kann. Ich habe immer lieber, ein bisschen lieber mit Diddy gespielt als mit Donkey Kong. So, hier haben wir Rambi, das ist eins der Tiere, die es in diesem Spiel gibt. So, haben wir so ein Bonus-Level, kriegen wir noch ein Leben. Und wenn wir noch eine Banane holen, kriegen wir noch ein Leben. Da haben wir schon mal richtig abgeräumt hier. So, jetzt haben wir das Kong zusammen. Kriegen wir dafür ein Leben eigentlich? Wir bekommen dafür ein Leben. Wunderbar. So, kann man hier noch nach oben schauen, was da gibt? So, erstmal noch ein paar Bananen. Und hier haben wir ein paar Kremlings, so heißen die Viecher um. Die natürlich mit dran schuld sind, dass Donkey keine Bananen mehr hat. So. Weg mit dem. Ah, schon das Exit. Ist da oben noch was? Ich glaube nicht. Noch ein paar Bananen gibt's noch. Okay, es wird so langsam dunkel. Wir verziehen uns weiter in den Wald und das ohne Rambi. Denn soweit ich weiß, übernehmen wir den nicht in die Ropey Rampage. Und es hat angefangen zu regnen. Oh, da ist ein Gürteltier. Zack, den haben wir erstmal rumgelümmelt. Gucken wir erstmal da oben. Ich glaube, ich tausche mal nochmal wieder den beiden. Das ist auch so ein geiler Move, dass die beiden abklatschen. Das fand ich halt im Zwei-Spieler-Modus immer sehr schön an dem Spiel. Ja, okay, hier gibt's. Weiter oben gibt es erstmal nichts. Das, das ist ein TNT-Fass. Ah, ich glaube, das hätte ich auch besser nutzen können. Dass man so abklatschen kann. Das hier oben brauchen wir erstmal gar nicht, wa? Das ist immer die Frage, ob das nicht irgendwo vorklatschen kann. Ne, da ist nichts drin. Okay, da oben war eine Rambi-Statue. Wollen wir nochmal da oben hin? Ja. Der Soundtrack ist so großartig, wirklich. Ich liebe die Donkey Kong Country-Spiele alleine für ihren Soundtrack.
Nur um es nochmal herauszustellen, ich glaube, meine Skills in diesem Spiel sind auch zu sehr eingerostet. Ich werde das nicht auf 100% spielen. Also wir spielen das so, dass wir einfach durchkommen, würde ich sagen. Kann man da oben drauf springen? Nee, leider nicht. Ich glaube, ich habe hier schon in dem Level schon... Bonus-Sachen jetzt kaputt gemacht. Nee, da gibt's nichts. Hier was? Ist halt immer die Frage. Nee, da ist kein Bonusweg. Ich hatte früher sogar den Donkey Kong Country Spieleberater. Mit dem hätte ich das jetzt lösen können. Aber so nicht. Ich weiß das halt auch alles nicht mehr. Das ist tausende von Jahren her. So, da haben wir das N. Fehlt nur noch das G. Oh, ich weiß, dass diese Bienen Singer heißen und ganz, ganz gefährliche Heinis sind. Verdammte Axt! Ich hatte die Hoffnung, dass ich jetzt noch drüber komme. Ich habe doch extra gewartet. Da gibt mir mal noch ein Diddy. Da oben komme ich nicht rauf, ne? Ne, verdammt. Scheiße. Da ist der da oben. Ich dachte, der wäre schon wieder nach unten. Ich wusste nicht, dass der so lange da oben bleibt. Ja, okay. Das lief gut. Im zweiten Level das erste Leben verloren. Ja, immerhin. Hätte ja auch schon im ersten passieren können. So, gib mir mal ein Diddy hier. Oh nein. Ja, da habe ich mich gerade noch gefreut im ersten Level, dass wir so viele Leben geholt haben. Na, erstmal das hier. Das gibt's doch gar nicht. Ich wollte das gerade auf das Kackvieh werfen. Ja, diese Gürteltiere, die hasse ich jetzt schon. So, du stirbst jetzt erstmal. So, dann haben wir erstmal Diddy. Wieder an Bord. Okay, den ersten Singer haben wir damit auch geschafft. Jetzt ist die Frage, bei Donkey Kong Country 2, da kann man seinen Partner nach oben nehmen, auf die Schultern. Ah, guck mal, es geht hier doch so. Aber da ist nix. Da ist nix. So, die Singer-Dudes haben wir fertig gemacht. Und hier hört es auf einmal auf zu regnen. Da haben wir noch das G. Ja, immerhin haben wir hier noch ein paar Bananen bekommen, damit wir noch ein Leben holen können. So. Easy peasy. Da, Cranky's Cabin. Ich meine, von Cranky Kong kriegt man so bescheuerte Tipps. More Freeloaders. Well, I ain't got nothing for you, so scram. Go bananas in the snake pit of the Reptile Rumble. Bones on the fixed tires to hurdle obstacles and reach bonuses. Can't say I expect to see you again, but you might get lucky, I guess. Ja, das ist der originale Donkey Kong. Gut, okay. Wir gehen jetzt in die Höhlen. Reptile Rumble. Kann man da rauf? Ne. Ah, hier gibt es erstmal Fässer ohne Ende. Das nehmen wir noch mit. Und ein Geheimgang. So, da oben. Da ist ein Fass. Da gibt es auch nochmal eine Bonus-Stage dann. Junge, Junge. Okay. Ich habe dazu nichts beigetragen. Ich bin einfach nur in das erste Fass gesprungen. Aber nachher wird es garantiert Sachen geben, wo man sowas auch noch anderweitig machen muss. Okay.
Okay, das Banänchen kriegen wir noch. So, die haben auch gekriegt. Bin hier noch ganz stolz, solche Sachen zu machen, weil gleich werde ich sowas nicht mehr hinbekommen. Erstmal das Fass hier mit. Bin nicht sicher, ob man hier noch rein kann. Ne, da schon mal nicht. Da aber. Ich weiß gar nicht, ob es in dem ersten Teil gibt es hier noch gar keine Bananenmünzen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob es hier noch keine Bananenmünzen geben würde. Also die gibt es auf jeden Fall im zweiten Teil. So glaube ich zumindest. Das ist so eine Währung, mit der man sich dann bei Funky Sachen kaufen kann. Die Frage, ob das hier überhaupt möglich ist. Zack. So, das haben wir auch gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Viecher alle heißen. Also es ist Rambi, ist klar. Der Schwertfisch heißt Angard, meine ich. Aber wie der Strauß heißt, habe ich keine Ahnung. Nein! Ich habe nicht geschrien. Okay, so wie es aussieht, kommen wir zum ersten Schwimmlevel, zu den Coral Capers. Und hier kommt auch nochmal so richtig der fantastische Soundtrack von David Wise zur Geltung. Ich glaube, Grant Kirkhope hat noch nicht hier mitgearbeitet. Geht's hier lang schon nicht? Hier gibt's auf jeden Fall ganz viele Verstecke. Immer mal gucken. Da noch nicht. Das Schöne, im Gegensatz zu den Mario-Spielen, ich meine, es ist ja vom Spielprinzip her sehr ähnlich, aber das Schöne an diesen Spielen ist, dass du keinerlei Zeitlimit hast. Da war was. Die Banane zeigt den Weg. Keinerlei Zeitlimit hast und diese Level noch ein bisschen mehr erkunden kannst. Das mochte ich an Donkey Kong Country immer sehr, sehr gern. Gucken hier. Da, zeigt, da ist Angard. Wem geht es eigentlich noch so, dass er bei Plattformern immer den Finger auf dem Geschwindigkeitsknopf hält, obwohl man ihn gar nicht benötigt? Ich habe zum Beispiel immer, egal welcher Plattformer, ich habe immer den Y-Knopf, also auf Nintendo Hardware, immer den Y-Knopf gedrückt, obwohl ich ihn überhaupt nicht benötige. Es ist ja kein Stück notwendig, das hier zu machen. Man schwimmt ja nicht schneller, weil man den Finger da drauf hat. Aber hier sind Haie. Komm her, du Eumel. So, das O wollen wir uns auch noch holen. Vielleicht schaffen wir ja die erste Welt mit 100%. Ich glaube ja nicht dran, aber es läge zumindest im Bereich des Möglichen. So, hier würde es nochmal einen Rambi geben. Okay. Komm mal her, du Lümmel. Da auch nicht. Uiuiui. Da kommen wir nicht lang. Kommt man hier durch? Ja. Na, guck mal hier, da kriegen wir zumindest einen kleinen Strauß. Ja, da muss ich nochmal nachgucken, wie der Strauß sich nennt. Das weiß ich wirklich nicht. Jetzt die Frage, müssen wir da lang oder erstmal noch nach oben? Da erstmal noch nach oben. Noch ein N holen. Jetzt haben wir schon mal Con. Wer kennt ihn nicht? Den berühmten Film Con Air. Haha. Oh Gott, ey. Ich weiß. Es ist so schlecht und schlimm. Oh, hier ist der Muschel-Heino. Da ist das G. Ah! Ja, aufpassen hier. So, da lang. Alles klar. Krass, alle Kongs bekommen. Und auch hier sind wir am Exit. Dann können wir jetzt einmal Funky besuchen. Wahrscheinlich zahlen wir ihn hier mit normalen Bananen. Ich bin mir nicht sicher. Funky's Flights. Okay, what dudes, my name's Funky Kong. My bodacious jumbo barrel can launch you to any point in the land. Most unfortunately, it can only send you to a place you've already been to. Which is a complete and total bummer, let me tell you.
Boah, Dudes, my name's Funky Kong. Ja, okay, erzählt immer dasselbe. Ja, momentan können wir eh nichts machen, weil wir ja noch auf der einzigen Insel sind, die wir kennen. Also können wir mit ihm wieder zurückfliegen, das ist alles leider. So, Barrel Cannon Canyon. Ist mal hier oben. Hier was? Da ist was. Da ist was. Junge, Junge, was ist hier? Ey, was war das denn jetzt für eine beschissene Banane? Die hat nach links runter gelockt, ich bin gesprungen und dann sowas. Also noch fieser geht's ja kaum. So, wir machen das trotzdem nochmal. Wir wollen ja die Buchstaben da haben. Also ich zeig das jetzt gleich nochmal. Jetzt guck mal da links. Da ist eine Banane und wenn man da runter springt, stirbt man. Ist ja unerhört. Mein Gott, was geht denn hier ab, ey? Na, das schon mal nicht. Da! Irgendwo sind hier immer Geheimgänge. Nein! Das ist die Kacke da dran, wenn man immer den Finger am Y-Knopf hat, so wie ich das gerade noch propagiert habe. Scheiße, ich wollte darüber springen nach unten. Da ist das N. Okay, wir kommen auf jeden Fall, was die Kong-Buchstaben angeht, ganz gut voran. Ah, okay. Junge, Junge. Nee. Ich muss irgendwie nur einen Buchstaben bekommen. Da ist er. Okay. Auch das hat sich wieder weitergekonkt. Ich glaube, die heißt Wendy. Wir kommen jetzt noch zu Candy. Candy Save Point. Ah, okay. Hier kann man im Spiel speichern. Hi, I'm Candy Kong and this is my Save Point. If you want to save your current game, jump into my spinning save barrel. Okay, alles klar, dann speichern wir mal. So, 14 Minuten gespielt, 10% geschafft. Wir sind on track. Und das dürfte dann jetzt der erste Endgegner sein, glaube ich. Very Gnorty's Lair. Das ist halt auch so eine Sache hier. Bei Donkey Kong, die Endgegner sind eigene Abschnitte, die sind nicht im Level drin, so wie bei Mario zum Beispiel. Oh Gott, und man muss sie wesentlich öfter treffen. Das war jetzt schon das vierte Mal. Fünfte Mal, okay. Ich glaube, fünfmal habe ich ihn jetzt getroffen. Und da gibt es eine richtig dicke Banane. Erste Welt geschafft von Donkey Kong Country. Mal gucken, wie der Spaß so weitergeht. In den Monkey Mine.